meine Lieben, und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wie ihr seht, ich habe ganz viele Blöcke hier liegen, 30x30 Blöcke. Und das meiste davon ist alles aus dem Action. Und ich habe mir jetzt eine Mordsarbeit angefangen. Und ich habe mir gedacht, nehmen die Leute einfach mal ein bisschen mit. Und ja, was mache ich? So, diese Blöcke... Ist alles schön und gut, ich mag sie wirklich sehr, aber so in diesem Format hier nutze ich sie nicht. Das heißt, wenn ich irgendein Papier suche, sagen wir mal ein mit Punkten in einer gewissen Farbe und ich muss mir dann 10 verschiedene Blöcke rausnehmen, um mir das gewisse Papier von mit Punkten, was ich dann suche, zu finden, ist mir viel zu viel Arbeit, nimmt mir viel zu viel Zeit weg und von daher... werde ich die Blöcke jetzt auseinandernehmen und ich mache mir Kategorien. Das heißt Punkte bei Punkte, Streifen bei Streifen, kariert bei kariert, Blumen bei Blumen und so weiter und so fort. Das heißt, ich werde mir jetzt diese Blöcke alle einzeln auseinandernehmen und dann, wie gesagt, mir gewisse Kategorien machen, denn sonst komme ich nicht klar. Dann weiß ich nicht mehr, was für Papiere hast du und so, wenn ich ein Punktepapier brauche, nehme ich mir meine Kategorie Punkte raus, dann habe ich alle Papiere mit Punkten, die ich besitze. Und dann finde ich auch das Papier, was ich suche. So, das heißt, eine Mordsarbeit, denn ich habe sehr, sehr viele Blöcke. Auf jeden Fall jetzt Action und Teddy Kick Blöcke, okay? Alles, was so richtig Kollektionen sind von gewissen Herstellern, da habe ich, die habe ich anders aufbewahrt. Die sind so in, ich kann euch das mal zeigen, wie zum Beispiel hier. Das ist ein Papier von Stamping Up, das habe ich in solchen Hüllen. Und da werde ich mir jetzt hier so ein Tape dran tun und dann draufschreiben Stamping Up und was es für Papier ist. So, wenn ich eine Kollektion suche, ziehe ich mir die raus und dann weiß ich sofort, wo sie ist. Ich muss nicht mehr wühlen und ja, halt einfach nur ja, die Zeit, die mir fehlt und weil ich am Suchen bin und so finde ich sofort, was ich brauche. Okay, so. Und da habe ich mir gedacht, ich nehme euch einfach mal ein bisschen mit, stöbern wir mal ein bisschen durch die Blöcke. Die sind querbeet von, ich weiß nicht mehr welchen Jahren, das sehen wir dann im Nachhinein. Und ja, ich habe sie so ziemlich kategorisiert, dass ich genau weiß, dieses Papier war in dem Block und das kam in dem Jahrgang raus. Also ziemlich... Ich bin da habe ich ziemlich gutes Gedächtnis. Nur leider, wenn man so viele Blöcke hat, irgendwann verliert man doch ein bisschen die Übersicht. Und deshalb mache ich mir jetzt Kategorien. So, fangen wir mal einfach an. Ich nehme mir einfach jetzt mal den ersten hier. Ich nehme mal kurz beiseite. Und stelle mir meine Blöcke mal so hier neben mich. Natürlich, ich habe schon, ne? Ich kann euch das auch mal kurz zeigen. Ich habe mir hier so einen riesen Folder gemacht. Und ihr seht, da sind schon ordentlich viele Papiere drin. Dieses Teil hier ist jetzt nach Regenbogenfarben. Das heißt, alles was gelb ist, alles was rosa, alles was blau und so weiter und so fort. Für die Papiere, wo ich keine Kategorien besitze. Okay? Weil mir das sonst doch die Kategorien vielleicht zu viel werden. Also kommt, wenn ich ein grünes Papier brauche, nehme ich alles, was grün ist, raus und dann habe ich meine Papiere. Natürlich sind die jetzt mit so gewissen, jetzt finde ich keinen, doch hier glaube ich, ne? Habe ich so Papiere dazwischen, die dann... ja, ne, Trenner, ne? Und da muss ich mir auch noch, hier vorne kommt dann auch noch, ups, so ein Tab dran, wo ich dann weiß, okay, das ist gelb, das ist rot und dann weiß ich ganz genau, wohin, okay? Aber jetzt mal fange ich an, mir die Sachen so hier reinzubringen und ich glaube, damit kann ich viel besser arbeiten, als ständig in Blöcken rumzuwühlen und zu suchen, was ich brauche. So, dann fangen wir mal an, stell die mal kurz beiseite. Solche Folder habe ich mehrere, ne? Das baue ich mir einfach zusammen und dann mit Karton und was ich alles so hier habe, auf die Größe, wie ich sie brauche. So, fangen wir mal an. Das hier
Und wir gucken mal. Das war ein Blog von 2018. So, der ist ja ziemlich, der kommt ziemlich gut in Kategorien. Da muss ich mich nur überlegen, möchte ich es geschreift oder Punkte. Und ich weiß, dass ich da eher Punkte nehmen werde. So, hier haben wir Streifen, kommt in Streifen-Kategorie. Hier haben wir Punkte und Streifen. Die Punkte sind viel zu groß, also in Streifen. Punkte, Streifen, da nehme ich die. Dann haben wir hier dieses Gewellte und Punkte, geht in Punkte. Grün, da sind beide gleich, also in gestreift. Die sind mir einfach zu dick, also in Streifen. Hier habe ich nur Wellen, einmal so und einmal so. Das kommt dann in, ups, habe ich euch gehauen, Entschuldigung, in Blau. Hier sind Punkte und Streifen. Da nehme ich Punkte, Punkte und nochmals Punkte, natürlich die kleinen Punkte. Jetzt kann es auch noch sein, dass ich hier vielleicht auch irgendwann mal wechsle und mir einen Streifen nehme. Das, ja. In Streifen, Punkte und Streifen. Da mache ich eins in Punkte und eins in Streifen. So. Streifen. Punkte, dann mache ich hier das gleiche, kommt eins in Streifen, das kommt in die Kategorie Blau. So, Streifen, Streifen, Punkte, das habe ich in Punkte, dann kommt das jetzt in Streifen. Das Streifen sowieso. Das hier auch, egal wie ich es drehen werde. Und noch einmal Punkte. So, jetzt habe ich einen ganzen Block leer. Natürlich behalte ich das, denn das, damit mache ich meine Trenner. Ne? Dann werde ich mir das ausschneiden. Hier dieses kleine Ding hier weg. Und dann habe ich das für meine... ja, für meine Trenner und dann kann ich hier drauf schreiben, was es ist. So. So, dann nehmen wir das mal her. Und dann werde ich die, ups, auch sofort in meine Streifen setzen. Das sind Punkte. So. Und hier sind die Streifen. Also wie gesagt, ich habe mir eine Mordsarbeit jetzt hier gemacht, aber ich denke mal, so komme ich halt viel, viel besser klar. Und Endergebnis zeige ich euch dann auch, wenn ich mal ganz fertig bin. Denn das wird wahrscheinlich doch ein bisschen länger dauern als gedacht. So, und das kommt in Blau. So, damit hätten wir einen Block fertig. Und dann nehmen wir uns den nächsten. Oh, nehmen wir den hier. Oh mein. Das ist ein altes Schätzchen. Das ist einer meiner ersten Blöcke, die ich gekauft habe. Und ja. Das ist ziemlich blumig. Mal gucken. ich weiß auch nicht, ich glaube, da fehlen noch ein oder zwei Blätter draus. Das war einer meiner ersten Blöcke und der ist von 2016. Ja. Aber sehr schöner Block. Wirklich sehr schön. Aber das sind Sachen, ist kariert und Blumen. Ich mache das trotzdem in Blumen, weil kariert glaube ich nicht, dass ich das nutzen werde. So. Also kommt das in die Kategorie Blue. Oh. Ach ja, das war noch mit dem gruseligen Violett folierte. Es gibt doch sehr schöne folierte Sachen, aber nicht dieses hier. Also das gefällt, das hat mir noch nie gefallen, dieses hier. Das kommt alles bei Blumen, das ist schön.
könnte ich mir eine Box vorstellen. Sehr schön. Hier haben wir so, ja, das kommt bei in die Kategorie Rosa. Pink. Das hier, oh, das muss ich jetzt gucken. Mache ich das jetzt bei, ich glaube, das mache ich bei Beige. Ah, das ist ja, das sieht ja grauenhaft aus. Ach, Mann. Also, es kann auch sein, dass ich vielleicht die eine oder andere Sachen vielleicht auch, wo ich denke, das nutzt du sowieso nicht. Das ist zu viel. Das ist zu viel Kontrast. Das gefällt mir nicht. So, dann haben wir wieder Blumen. Das wiederum geht. Ne? Box wäre auch geil. Mit Blumen. Ich bin dabei sowieso jetzt momentan sehr viele Aufbewahrungen zu machen. Und von daher, ja, denke ich wohl, dass hier diese Papiere genommen werden. Machen wir uns mal Blumen. Oh, das ist aber ein schönes. Schön dezent. Ach ja, was? Es geht. Das geht noch. Aber trotzdem, doch, für eine Box oder so. Rosen, das geht auch. Das sieht auch ganz toll aus. So, und dann hier kommen wir bei Herzchen. Die kommen in meine Kategorie Weiß. So. Ja. Was ist das für eine Farbe? Ist das Blau, Grün? Was ist das für eine Farbe? Da muss ich gucken. Ich denke, ich mache das mal in Blau. Bin mir da aber noch nicht so ganz sicher. Mal gucken, sonst muss ich noch eine Pastell machen. So, das hier. Mach das in Weiß bei die anderen Herzchen. So. Und das hier, das kommt dann in die. Das ist das Rosa, ne? So. Und das hier. Dann so eher in ins Grünliche. Und schon haben wir den fertig. Ach, Mann, was haben Sie sich dabei gedacht, dass. Okay, so ein Herzchen ist schön. Aber das hier. Hier finde ich es gut. Aber hier mit diesem folierten. Ach, Mann. Sie hatten doch schon 2016 Ideen mit Pink foliert oder so, so violett foliert. Dann mag ich doch lieber das dezente Rußgold. Wie dieses hier. Aber in manchen sieht es toll aus. Ne? So, Blumen. Die kommen bei meine Blumen. Das, denke ich, ist die größte Kategorie, die ich besitze. Blumen. Das ist doch schon ordentlich viel, wenn ich mir das hier so angucke. Ja, da sieht man doch, Action hat viel mit Blumen. Und ich, der nicht der Blumentyp bin, so, das lege ich mir zusammen, das kommt in die Regenbogen-Dings. So, nächstes. Ach du meine Güte. Hier kommt ein Block. Da frage ich mich, was ich mir dabei gedacht habe, den zu kaufen. Aber nun ja, es gab eine Zeit, da musste ich alle Blöcke haben, ob sie mir gefielen oder nicht. Und na, gut, dass man seine Meinungen auch mal ändert. Also, von wann war der? 2017. Puh. Ja, schauen wir mal. Das geht ja noch. Aber das hier gefällt mir besser. So, das kommt bei Holz. Da gefällt mir das besser. Ja, violett. So. Ah. Ich glaube, da gefallen mir diese Blumen besser wie das hier. Puh. Ich würde mal eher sagen Blumen. So, diese Blumen. Hier haben wir Holz. Hier haben wir Gelb. Da gehen beide. Ja.
nichts zu sagen, Punkte. Na, was haben Sie denn hier drauf? Was sind das? Himbeeren? Was ist das? Ach nee, so diese dicken Blumen. Ich würde mal sagen, ich lege das in Holz, weil das ist doch ziemlich dezenter. Das kommt mal in Holz. So, hier haben wir Holzoptik, also bei Holz. Dann haben wir dieses hier und dieses hier. Da gefallen mir die besser. So, hier haben wir wieder Holz, keine Frage. Egal, was hier drauf ist, kommt bei Holz. Was haben wir hier? Holz. Okay. Bei Holz. So. Und das hier. Das kommt bei Rosa. Das ist so Ton in Ton. Das kann man immer mal für Karten nutzen oder Hintergründe. Ach du meine Güte. Das ist zum Beispiel eins, das gefällt mir. Diese Seite gefällt mir nicht und die gefällt mir noch viel weniger. Komm, legen es mal in Blumen, aber ich glaube, da werde ich auch noch mal aussortieren. So, dann gebe ich Bescheid, ist vielleicht der eine oder andere, der an verschiedenen Papieren vielleicht interessiert ist, die mir vielleicht nicht so gefallen. So, Rosa. Holz. Holz. Ja, da habe ich ja gesagt, diese Blümchen. Das hier, nein, das gefällt mir überhaupt nicht. Sieht so, ich weiß nicht, Oma-Tapete aus. Holz. Na, hier kommen wir wieder hierzu. Das kommt bei Holz und das bei Punkte. Gar keine Frage. Und dann denke ich mal, hier habe ich Holz, aber ich werde auch mal eins in Gelb tun. Das sieht auch ganz toll aus. Kann ich mir auch ganz gut vorstellen. So, also bei Gelb. Und dann kommt dieses hier wieder. Da habe ich gesagt, das, wenn es bei mir bleibt, das. Vielleicht kann es ja auch ausziehen, wer weiß. So, Violett und dann hier. Ja, ich lasse mal bei Holz. So, da haben wir Holz. Wir haben Punkte und wir haben Blümchen. Und dann wieder ein Paket für in das Regenbogen, in den Regenbogenteil. So, dann lege ich mir das mal hier hin. Ich werde meine Kategorien jetzt ein bisschen vergrößern. Handy mal dahin. Man braucht Platz für solche Sachen. Ne? So, und dann kommen wir zum nächsten. Ach je, das ist auch ein uraltes Schätzchen, auch einer meiner ersten. Ich weiß nicht, ich glaube, da fehlt überhaupt kein Papier. Ich glaube, da sind noch alle drin. Ich glaube, ich bin mir aber nicht sicher. Der müsste auch von 2016 sein. So, schauen wir mal rein, was es 2016 so für Sachen gab. Also das ist mit blau foliert. Ne? Also keinen Schreck bekommen, weil das wird jetzt richtig bunt. So, das hier. Jetzt bin ich am Überlegen. Ich glaube, ich mache mir noch eine Kategorie Retro, denn ich habe schon eine Vintage, aber ich denke, das würde eher in Retro passen, wie Vintage. Und tada! Das schöne folierte Papier. Aber ich könnte mir, was, wenn man irgendwas damit macht, dass verschiedene Sachen vielleicht ganz toll aussehen können. Also das kommt in Retro. Dann haben wir hier, und das ist das grün foliert. Boah. So, das kommt in Regenbogen. Farbe, also in grün. Ja, ich lasse das mal bei Retro, mal gucken. Dann haben wir hier. So, das sind Punkte und Streife, das kommt in die Kategorie Weiß. Sieht doch, das sieht toll aus. Wow, gefällt mir gut. So, dann haben wir hier, das sind Blumen.
Und nochmal, wie, oh Mann. Das kommt in Blumen. Und die habe ich hier. Ach, von weitem sieht das cool aus. Hier haben wir Blumen. Und nochmal Blumen. Das wiederum mit dem Folierten, das geht. Ne? Das sind nur diese Blätter. Das sieht wiederum toll aus. Sehr schön. Das ist ein tolles, tolles Papier. So, dann kommen wir hierzu. Das ist grün. Ah! Tada! Boah. Das ist ein foliertes Papier. Schaut euch das mal an. Wie das glänzt. Das würde meinem Sohn gefallen, so blau. So, hier, ich würde sagen, das mache ich in die weiße Kategorie. Sieht auch ganz toll aus. Das ist ein tolles Papier. Das gefällt mir auch ganz gut. Das mache ich in Retro. Wow. Das sieht auch toll aus. Richtig klasse. Sehr schön. Das hier, das kommt auch bei Retro. Oh, das geht. Ab. So. Da diesen Kleber wegtun. Das geht auch. Das sieht auch ganz toll aus. Ja, bei was mache ich das jetzt? Es ist gestreift, aber trotzdem, ich weiß nicht, ob ich das bei Streifen machen soll. Oder einfach bei Grün. Ich würde sagen, ich lege das mal bei Grün und dann kann ich das immer noch nachher anders machen. So, hier haben wir Vögelchen und Blumen, also bei Blumen. Oh, das geht mit dem Folierten, ne? So, dieses Vögelchen hier, schön. Ja, ist ein tolles Papier. Und dann haben wir hier eine riesengroße Blume mit Punkten. Das kommt bei die Blumen. Ah, diesen Kleber. Ne? Und dann haben wir hier, das kommt bei Blau. Da brauchen wir nicht weit zu suchen. Und das hier, ich glaube, das mache ich auch bei Retro. Ich glaube, da sieht das gut aus. Oh, okay. Oh, das ist toll. So, das ist ein schönes Papier. Das kommt bei Weiß. Wow. Oder bei Blau, das weiß ich noch nicht. Da gucke ich immer, wie viel von den Farben drauf sind. Wenn mehr Blau drauf ist, geht es bei Blau. Wenn es mehr Weiß ist, dann geht es bei Weiß. Das ist ein tolles Papier. Wow, schön. So, und schon wieder haben wir einen Block mehr. Ja, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr eure Papiere aufbewahrt. Ob ihr ungefähr so eine gleiche Aufbewahrung habt oder ist bei euch ein bisschen anders. Das würde mich mal sehr interessieren, einfach mal zu gucken, wie Leute ihre Papiere so aufbewahren oder wie ihr klarkommt mit euren Aufbewahrungen halt. Das würde mich mal sehr interessieren. So, eine Kategorie Retro. Ich lasse die mal hier. So, dann kommen wir zur nächsten. Und hier ist zum Beispiel ein gutes Beispiel von einem Block. Das ist Victorian Roses. Hier im Victorian Roses gibt es ganz viele Sachen. Ich habe mir früher, wo die noch diese Dings hier hatten, habe ich mir, weil ich sie so im Regal hatte, habe ich mir hier immer drauf geschrieben, was es ist, ne? Welchen Block es ist, damit ich wusste, okay, wenn ich das lese, dann sage ich mir, okay, das ist ein Block mit Rosen. Diesen Blumenblock. Aber dass da auch noch andere Sachen drin sind, da guckt man dann nicht. Und deshalb, darum geht es mir, um halt alles
anders zu machen. Das ist ein von 2018. Und seht ihr, wir öffnen und schon kommen Punkte. Dieses Papier hätte ich jetzt nicht in diesem Block gesucht. Okay? Ich weiß jetzt, dass er da drin ist, aber für wie lange? Ne? Dann weiß ich es nicht mehr. So, auf jeden Fall kommt das in meine Punktekategorie. So, Punkte und hier nochmal. Oh. So. Das kommt bei Punkte. So, die haben ich hier. Und das hier, das sind Blumen, Rosen. Oh, das ist schön. Das sieht schön dezent aus. Seht ihr, hier ist das Gleiche. Da haben wir so kariert. Ne? Oder so rautenmäßig. Das hier, das ist eher kariert. Das kommt bei die karierten Sachen. Und das mache ich bei das Weiße, weil das sind ja nur Rauten. So. Hier Blumen. Und hier das Gleiche nochmal foliert. Und dann haben wir hier Streifen. Ne? Ich glaube, ihr seht, was ich meine mit all diesen Sachen. Ne? Es ist einfach... wow. Puh, das ist krass. So. Streifen legen wir dahin. Das ist krass. Das kommt in rosa. Pink. Das ist ja mal ein krasses Papier. Da wird einem komisch, wenn man da zu lange drauf guckt. Auch das hier. Und dann hat mir... Oh. Das kommt in grün. Und das hier, das kommt dann in blau. Oder türkis. Mal gucken. Eher türkis wie blau. Boah. Da wird einem komisch, wenn man darauf guckt. So, hier haben wir wieder Blumen. Nochmals Blumen. So. Und dann haben wir hier Blätter. Ich habe eine Kategorie Blätter. Aber ich glaube nicht, dass ich das in Blätter tun werde. Ich glaube, das mache ich in Blau. Nicht wegen diesem, aber wegen dem, das dahinter kommt. Und das ist das hier. Und glaube ich, lasse ich die beisammen. Denn, boah, Mann, was haben sie sich in 2016 gedacht mit dem Poliert? Ist aber ein tolles Papier, nur leider sehr viel Folie. So, hier haben wir wieder Rosen. Ah, ja. Hiervon habe ich schon ein Album gemacht, aber das ohne Folierte. Und hier haben wir auch Rosen. Da hatte ich auch das nicht Folierte gemacht. Da habe ich ein Folio mal gemacht. Ganz am Anfang meiner YouTube-Karriere. So. So, das kommt bei Blumen. So. Und schon wieder haben wir einen Block leer. So, und dann geht das so weiter und so fort. Wie ihr seht, bis dass ich alle Blöcke durch habe. Und ja, schauen wir mal. Welche nehme ich? Komm, nehmen wir mal diesen hier. Der kommt ja nur in die Kategorie Regenbogenfarben, ne? Weil das ist ja alles uniform. Von wann war der? 2018. Okay, da muss ich mich nur entscheiden, für welche Farbe. Aber hier ist zweimal blau, also in blau. Da mag ich das lieber. Kann ich mich nicht entscheiden. Das ist fast das Gleiche. Ich würde sagen, dann nehme ich das. So, ups.
Ah, ich habe gedacht, ich hätte euch gehauen, aber nein. Nehmen wir mal da. Dieses hier. Hier wird es etwas schwieriger. Ne? Das. Okay. Mir gefällt mir das besser. Hier ist zweimal blau. Einmal hell, einmal dunkel. Ist eigentlich egal, da gefallen mir beide. Dann machen wir einmal eins blau und einmal eins. Ich könnte ja auch die eine Seite nehmen und die andere Seite. Sind ja zweimal drin, ne? Da schauen wir mal. Seht ihr, das wären jetzt Papiere gewesen, die hätten gut in mein letztes Album gepasst. Ne? Und dann denkt man nicht daran, weil man nicht weiß, dass man sowas hat. Ne? Ja, gefällt mir das besser. So. Blöcke. Ne? So was könnten sie mal wieder rausbringen. Solche Blöcke habe ich immer gemocht. Das war, weil man hiermit so viel machen kann. Und ja, einfach uniformende Blöcke. Das wäre auch mal was. So, also, das war's. Das ging schnell. Das ging sehr schnell, ne? Ja, so. Ah, dann nehmen wir hier noch einen. Ist auch noch was Foliertes. Watercolor Feeling. Auch 2018. Ja. 2018 gab es viele Blöcke. Das weiß ich noch. Da kann ich mich noch sehr gut erinnern. Da kam ein Block nach dem anderen raus. Das hier, das war wirklich heftig. Ich glaube, da gab es die, wie viel ist das hier, die dritte. Das heißt, es gab viermal im Jahr Blöcke. Boah, also zweimal unfoliert und zweimal foliert und beglittert. Ja, da gab es noch. Da gab es viele Blöcke dieses Jahr. Wow. Okay. Und ja, klar, ist nur ein Teil. Jetzt schaue ich mir, ob ich das in Gelb oder in Rosa mache. Das weiß ich noch nicht. Das sehen wir. Oder ich mache noch so eins so gemischt oder so. So verlaufend oder so. Das mache ich in Streifen. Das sind Streifen für mich. Das kommt in Streifen. So. Ja, braucht man nichts zu sagen. Blumen, ne? Und das hier auch. Sehr schön. Und das kommt in Punkte. Blumen. Es gab tolle, tolle Blöcke, muss ich ehrlich sagen. Rosa, und das lasse ich auch drin. Das mache ich nicht in Punkte, weil das werde ich nicht bei Punkte. Da sind die mir zu groß und zu grob. Das kommt dann bei Rosa. Dann haben wir hier wieder Blumen. Oh, mal Orange. Das ist auch cool. Das sieht toll aus. Wow. Ich glaube, ich werde auch eine Kategorie Farbverlauf oder sowas machen. Wow. Das sieht toll aus. Cool. So ein Block Action, bring mal wieder so einen Block raus. Der war toll.
So, dann haben wir hier, ja, das ist auch wieder Farbwerk und das kommt bei Streifen. Definitiv bei Streifen. Dann haben wir wieder Blumen. Das war auch noch anderes Papier als das neuere. Das fällt mir jetzt mal auf. Ah, es war nicht so dick. So, das hier, das ist toll. Mit der Schrift. Sehr schön. Wow. Cool. Ich krieg zwar nicht gelesen, was da drauf steht, aber sieht toll aus. Sehr schön. Dann haben wir wieder Blümchen. Wow, auch toll. Okay, und das kommt dann bei kariert. Das eine bei Farbverlauf und das bei kariert. Und dann haben wir wieder Blümchen. Es kommt mir auch so vor, wie wenn mehr Blätter drin gewesen sind. Kann mich aber auch irren. So, und das hier, ja, das kommt wieder in, das meine ich Farbverlauf und das kommt in Punkte. In Punkte. So, und das ist auch das Letzte. So, Punkte. Und Blumen, die kommen hier drauf. So. Ich habe noch zwei Blöcke hier liegen. Ich glaube, die zwei machen wir noch und dann das ist einmal Vintage. Seht ihr? Und das ist einmal Grunge. Und diese hier, die sind viel dicker, das Papier, als das andere. Das andere, das war alles 230 Grammatur und hier, das ist 250 Grammatur. Das ist 20 Gramm mehr. Ah, ja. So, das natürlich behalte ich, ne, für später meine Kategorien zu machen. So, und dann fangen wir an. Hier haben wir Blumen. Das ist toll. Da kommt das in Frage. Schöne Farbe, schönes Grün. Hier haben wir Blumen. Und hier haben wir das. Was bevorzuge ich? Ich glaube das. Libellen. Und das hier. Das gefällt mir gut, aber das werde ich in die Kategorie Vintage machen. So. Sehr schön. Ja, das Kategorie Die Cuts, das ist eine für sich. So. Das ja in Vintage. Mag ich nun lieber das oder mag ich lieber das? Ich mach das mal in Vintage. So.
Das hier alles klar. Vintage, Schrift drauf. Ja, sowieso. Und da kommt eher das hier. Oh, so ein Papier habe ich. So ein Papier habe ich schon. Moment mal. So ein Papier habe ich schon. Dick, 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 dick. Jetzt bin ich aber. Das muss ich aber jetzt. Jetzt muss ich gucken. Moment mal. So ein Papier habe ich. Seht ihr? Ah. Hier, genau das gleiche in grün. Ungefähr. Cool. Sehr schön. So, das kommt in Vintage. Das hier auch. Gar keine Frage. So. Das kommt in Die-Cuts. Ja. Die Sachen hier auch. Nehme ich das mal alles raus. Dann, das werde ich mir alles ausschneiden. Das war ein Vintage-Block, ne? Ja. So, das kommt dahin. Tolles Papier. Erinnert mich ein bisschen an das von Prima Marketing, Dachsel. Die hatten auch so eins. Ja. Das und dann dieses hier. Obwohl, da sind die Blumen auch schön in der Farbe. Aber ich bevorzuge dieses Grün. Was ist das für eine Farbe? Das sieht so... Ja, tolle Farbe. Ich weiß nicht, wie man die nennt. Aber sehr schön. So, und dann würde ich sagen, nehmen wir auch noch den letzten Block hier. Grunge Dreams. Okay, da ist wieder mit viel mit Holz und solchen Sachen habe ich ja hier liegen. Also würde ich sagen, schauen wir uns den noch an und dann ja, habt ihr ein bisschen mit mir meine Blöcke durchgeguckt. Also, hier Holz. Hier natürlich die Schrift. Hier haben wir Blumen. Ich denke, da nutze ich eher das. Okay. Hier, keine Frage, die Schrift. So ein Papier habe ich auch schon. Hier Punkte. Obwohl, diese Blumen sind auch schön. Ich werde es trotzdem bei Punkte machen. So. Das ist ein schönes Papier. Sehr schön. Das sieht toll aus. Das sieht richtig klasse aus. Das wäre schon ein schönes Papier für ein Hochzeitsalbum. Sehr schön. Das kommt bei Blumen. Hier haben wir wiederum Schrift. Sehr schön. Ja, Holz. Nochmal Holz. Ich glaube eher das. Hier haben wir Die Cuts. Die sind mir etwas zu groß, also eher die Holzoptik. So. Und dann geht es wieder von vorne los. Ne? So, das kommt hier hin. Holz. Ich muss sagen, meine Kategorie Holz, die wird auch so langsam groß. Ne? Muss man mal ein bisschen damit arbeiten.
Schrift. Wiederum Schrift bei Braun und dann hier das hier. Dann hier haben wir wiederum die Schrift. Sehr schön. Das gefällt mir richtig gut. So diese Papiere mit der kleinen Schrift da drauf. Oh, okay. Was haben wir hier? Hier haben wir. Ich lege das mal bei Holz. So, dann nochmal Holz. So, meine Lieben, das war mal ein Teil von meinen Papieren, die ich mir mal auseinander gemacht habe. Natürlich, das hier, das ist nur ein klitzekleiner Teil von Papieren, wo ich nutze. Ihr habt ja schon gesehen, wie viel das ich schon geöffnet habe. Also in dem einen Folder, der andere ist fast voll und der ist doppelt so groß. Ja. Und es sind noch viele Blöcke vorhanden. Noch sehr viele Blöcke vorhanden. So, ich würde jetzt mal sagen, jetzt werde ich mir das mal wieder in meine Kategorien machen. Und dann nächstes Video, da werde ich euch vielleicht zeigen, wie ich mir von hier so diese Tabs mache. Dann nehme ich euch da auch mit, wo ich mir meine Kategorien dann schreibe und dann euch, Entschuldigung, einen kleinen Einblick gebe in meine Papierkollektion von 30x30 Blöcken. Ne? Alles andere gucke mal nicht, weil das ist noch viel, viel mehr. So, von daher. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ein bisschen mit mir meine Blöcke auseinanderzunehmen, ein bisschen zu sehen, was es für Blöcke gab. Es war zwar jetzt querbeet, von bis, und es sind auch noch viele von bis, die ich hier liegen habe. Also von daher, man kann sich ja ein bisschen vorstellen, 2016 habe ich angefangen, zu Action zu gehen, und seitdem sind fast alle Blöcke hier. Außer jetzt die letzten 2 Jahre, wo ich mich ein bisschen mehr zurückhalte, weil ich mich nicht mehr alles kaufe. Und ja, da könnt ihr euch ja vorstellen, was da von Blöcken so auf einen zukommt. Und viele Blöcke auch, die ich abgegeben habe, weil ich genau wusste, das ist überhaupt nicht mein Stil. Davon sind auch schon sehr viele weg. So, von daher, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ein bisschen mit mir hier in die Blöcke zu gucken, ein bisschen meine Kategorien hier zu ordnen. Und ja, dann würde ich sagen, wie immer, pass auf euch auf, bleibt gesund, vor allem kreativ, und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!